Makarov hat Worschewskis Tochter nach Berlin verfolgt. Wenn sie das Mädchen finden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er die Nuklearcodes preisgibt. Kennen wir ihren genauen Standort? Trianguliere jetzt. Die Handyüberwachung hat gerade einen Anruf von ihr empfangen. Verbindung steht in 3, 2, 1. Alena Worschewski? Geduld. American Special Forces, sprechen Sie Deutsch? Ja, meine Wachen sind tot. Sie kommen mich holen. Ganz ruhig, wir sind unterwegs. Wo sind Sie genau? Sweet Wetterstock, Wandschrank. Welche Seite? Keine Ahnung. Auf dem Gebäude gegenüber ist ein großes Schild, Reisdorf, zu sehen. Beeilen Sie sich. Okay, legen Sie das Telefon weg und keinen Mucks. Wir kommen. Alena lebt noch. Waffen im Anschlag und bloß nicht feuern. Was? Okay, wir kommen in Berlin und das ist übrigens die erste Stadt, das ist auch die einzige Stadt, die ich in Real Life hier besucht habe, die auch in Call of Duty jetzt zu sehen ist. Verbrannte Erde, 13. Oktober, 10.18 Uhr. Wir spielen wieder als Frost. Wir sind hier in Berlin. Berlin wird da unten komplett zerlegt. Die Hauptstadt von Deutschland. Für die, die es nicht wissen. Was ich hoffentlich nicht vermute. Ansonsten kann ich ja gleich ein englisches Let's Play aufnehmen. Okay, Wo? Na gut. Naja, also es leckt schon mal nicht, das finde ich schon mal sehr gut, aber Granate, das finde ich schon mal nicht sehr gut. Hilf mir, Truck. Hey, du bist auch wieder da. Cool. Okay. Geh mir den Weg, Sandmann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mann. Wo? Da? Zeig dich doch. Brauchst dich nicht zu verstecken. Wir spielen hier nicht blinde Kuh oder sowas. Blinde Kuh? Ne, verstecken. Das Spiel ist verstecken, nicht blinde Kuh. Bei blinde Kuh muss man ja den anderen suchen, wenn der andere verbotene Augen an hat. Genau. Er verbundene Augen hat. Tschüss. Grüß Angelika Merkel von mir. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich war ja schon mal in Berlin, aber weil ich glaube kaum, dass sie es 1:1 nachgebaut haben, so wie es hier ist jetzt. Wir sind ja auf jeden Fall in irgendeinem Bürogebäude. Schau mich doch mal ein bisschen um. Schnauze, ich schau mich hier ein bisschen um und genieße die Landschaft. Die schöne Berliner Landschaft, die überhaupt nicht zerstört ist. Ja. Der erste Part hat übrigens sehr lange gebraucht zum Rendern. Der war ja auch eine halbe Stunde lang und war in Super HD. Es hat schon mehrere Stunden gedauert, bis der fertig gerendert und hochgeladen war. Insgesamt würde ich sagen wieder 7 Stunden. Und während den 7 Stunden konnte ich nicht PC spielen, weil das Rennen so sehr den PC so überbelastet. Das heißt, ich konnte 7 Stunden lang nicht PC spielen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, 7 Stunden, da seht ihr, wie ich für euch leiden muss. Sieben Stunden meines Lebens, kein Computer spielen. So, die hole ich hier jetzt nach. Oh, verdammt. Also ich fühle mich hier gerade pudelwohl, wahrscheinlich weil es auch in Berlin ist. Auch wenn ich gar kein Berliner bin, sondern Augsburger. Aber ich glaube kaum, dass es je in Call of Duty eine Map von Augsburg geben wird. Weil Augsburg ist dafür einfach zu klein. Und wenn doch, dann würde ich mich freuen.
bis jetzt schlage ich mich gar nicht so schlecht. In Anführungsstrichen, für meine Verhältnisse meine ich. Natürlich gibt es schon Leute, die jetzt schon längst schon viel weiter wären als ich, aber naja, ich bin halt nicht so der Ego-Shooter Oberpro. Ihr wisst schon Bescheid, ne? Ich finde es auch gut, dass es jetzt gerade überhaupt nicht laggt. Es läuft hier gerade flüssig mit 30 FPS, aber ich glaube, dass es jetzt bald dann wieder anfangen wird. Habe ich so ein Gefühl. Okay, jetzt fängt es zum Längen an. Habe ich mir doch gedacht. Hier Metal 01, Dach gesichert. Grünes Licht für Granite. Echt, ist sicher? Ich habe da aber gerade einen gesehen, also... Machst du ein bisschen zu sicher, ne? Der Radioturm. Ja, auf den war ich auch mal. Boah, wer ist der? Ja, das ist doch der Radioturm. Ach, keine Ahnung. Fernsehturm, was weiß ich. Irgend so ein Turm halt. Cool. Genau da war ich mal. Genau da. Da. Hier. Da. Okay. Sniper? Habe ich einen Sniper? Ist das ein Sniper? Ah, es ist ein Sniper. Ja, ja, immer mit der Ruhe, wir haben ja Zeit. Ich weiß, ist ja auch nicht besonders schwierig. So, mit Umschalten kann ich hier die Luft anhalten und besser zielen. Ich glaube, ich bin ein besserer Sniper als ein Nahkämpfer. Wie schön. Ich hatte auch ein paar Bilder von Berlin gemacht, allerdings habe ich die verloren, da ich es auf dem Server gespeichert habe und dieser kaputt gegangen ist. Chemist Chroma. Ey, jetzt bin ich behindert zum Zielen? Okay, ich nehme das mit den Scharfschützen zurück, mit dem, dass ich ein guter Scharfschütze bin. Ach komm, ich will noch weiter snipen. Verderber. So, sehe ich hier irgend noch was? Ich glaube, das Brandenburger Tor ist auch so in der Richtung. Ist ja ungefähr 2-3 Kilometer. Ups, Entschuldigung. 2-3 Kilometer weg vom Radioturm oder wie auch immer. Willkommen beim 11. September. Ein Glück, dass ich diesen Part nicht am 11. September aufgenommen habe, weil sonst hätte ich jetzt ein Problem. Hä? Da runter! Moment. So, okay. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Oder irre ich mich da? So einfach geht das. Er will denn? Ach, dahinter! Ach, das ist falsche Taste. Ich hab die 3, ich hab die 4 gedrückt. Zack und zack. Mach's schnell, die fahren hier weiter übrigens, ne? Boah, ich bin unter Beschuss. Ich war jetzt ein bisschen fasziniert von diesem Angriffsdingpunkt da, ne? Wie leicht ein Panzer auch ausschalten kann. Danke für die Hilfe, wir schulden euch was. Augen immer auf das Gebäude! Suche, jetzt! Bestätigt! Linke Seite! Noch zwei! Ach, scheiße! Ich denke dauernd, das wären... Na gut, der wurde eher erschossen. Was ist passiert? Ja, die wären eh gestorben. Also habe ich nur den... sein Schicksal früher gegeben. Sandman. Das heißt Sandmann, nicht Sandman. Wir sind hier in Deutschland, da wird Deutsch gesprochen. Ja, ich mach's ja nicht zum ersten Mal. So, hier, da. So, der Kopf von dem Gebäude runter. Die Gebäude sehen ja aus, als würden sie gleich auf die Straße umkippen. Ernsthaft jetzt.
Oh, ich kaufe dir einen neuen. Nicht. Onyx. Onyx ist ein Pokémon. Okay, wo ist hier ein Onyx? Ich setze einfach mein Base Pokémon. Deutschland! Diese Flagge betrübt mich sehr. Da ich ein gebürtiger Deutscher bin. Aha. Aha. Das werde ich euch heimzahlen. Runter von meinem Land. Ja, ich habe für dieses Land in der Bundeswehr gekämpft. Und ihr zerstört es einfach. Das zahle ich euch heim. Granate. Ich brauch doch keinen Raketenwerfer. Ich bin gerade so wütend, dass ich keinen Raketenwerfer nötig habe. Oder? Bist du ein Raketen? Achso, ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Oh Gott. Ich Dummchen, natürlich. Raketenwerfer, ich höre Raketenwerfer und Panzer und denke mir gar nichts dabei. Ist klar. Da sieht man, dass ich kein Ego-Shooter bin. Kein Ego-Shooter, Profi, Master of Destruction, ihr wisst schon Bescheid, ne? Sehe ich jetzt auch. Ich glaube, hier hinter dieser Betonwand bin ich sicherer. Oh, keine Moni mehr. Da muss er nämlich sein. Nein, jetzt habe ich die falsche Waffe abgelegt. Die hier. So, das passt jetzt. Ne? Ey, ihr Sandmann, geht doch nicht so auf Rambo. Hier aus der Distanz ist viel geiler. Schlagen in den Vorschlaghammer. Ein deutscher Panzer. Weil der Vorschlaghammer steht. Nachladen und zwar schnell. Der ist doch leichter abzuknallen als, keine Ahnung, als dieses Gebäude da. Nordvolksbank. Nordvolksbank, okay. Ich sollte weniger die Schilder anschauen, aber ich bin so begeistert, dass es in Berlin ist, diese Map. Der knallt die ganze Zeit. Du, Feigling, komm her. Zerreiß dich in deine Einzelteile, so wie bei Happy Wheels. Was steht da? Techniker Deutschland. Techniker Deutsch. Okay, muss auch mal sein. weil ich vorher so Witze über andere Afrikaner zum Beispiel gemacht habe. Oder über Tschechen. Oder habe ich über Tschechen Witze gemacht? Nee, ne? Egal, über andere habe ich halt Witze gemacht. Jetzt mache ich über Deutsche ein paar Witze aus ausgleichender Gerechtigkeit. So. Oder von Deutschland. Ich meine es ernst. Ich rufe die Zerstörer. Zerstörer ist eigentlich ein Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich weiß. Ich kenne mich jetzt ziemlich aus mit dem Zweiten Weltkrieg. Ey. Was war das denn jetzt? Ist zwar riskant. Ich wusste es. Okay, jetzt sind wir zum ersten Mal gestorben. Muss dir ja auch mal sein, ne? Wir können ja nicht nur nicht sterben. Jeder muss immer sterben, ne? Ui, aber mit der Waffe sind wir ziemlich schlecht dran. Ich meine, das ist ein Maschinengewehr. Mit dem Maschinengewehr auf Distanz zu kämpfen. Also Maschinengewehr ist nur für Massen gedacht, würde ich sagen. Aber nicht um einzelne Gegner auszuschalten. So, die Waffe ist deutlich besser, würde ich sagen. Ich meine, die Feinde sind ja überall verstreut auf der Map. Bewegt den Panzer schneller! Wer deutsche Werbung! Was steht da? Verdienen. Es ist noch nie so einfach. Aha.
Hazelot. Was? Hazelot, noch nie gehört. Nordvolzbank, okay. Oh, ich knall Sandmann ab. Naja. Er hat einen eben bescheuerten Namen. Wer nennt sich schon Sandmann? Ab sofort heißt ich Sandmann LP. Ich muss meine Granate schmeißen. Haben wir auch noch nicht gemacht, oder? Doch. Nee, keine Ahnung. Reimann auf Haus. Zentralplatz. Wie soll man da als Deutscher richtig spielen können, wenn man die ganzen Schilde sich... Der war's! Ich habe mir erst gesehen, dass er auf mich geschossen hat. Wie soll man als Deutscher die das Level schaffen, wenn man ständig die schöne Map bewundern muss, wo alles schön vertraut ist mit deutschen Sätzen, wie zum Beispiel Nordvolzbank oder sowas. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Die Amis sind es ja gewohnt, ne? Die sehen hier überall englische Schilder, die sind es gewohnt, aber... Für uns Deutsche natürlich nicht. Übertreib's doch nicht so. Ja, es ist sehr schlau von mir, neben einem Patzer zu snipen, der ständig so Wumms macht. So, der, wo mich gekillt hat, war hier, glaube ich. Ne? Ich glaube, ich steige mal dort lang, da wo Sandmann gerade ist. Nordvolzbank. Für das deutsche Volk. Für die deutsche Volksbank. So, hier bin ich sicher. Ich muss mal auf die Toilette. Genau, wollte ich ihr gerade sagen. So, hier. Oh, verdammt. Wo ist der Mann? Nee, egal. Oh, like a boss. Ich will ein Autosave oder ein Quicksave oder was else. Was steht da? Fehmann Kaufhaus. In Hamburg habe ich die ganzen Dinger auch nicht gelesen. Aber ich glaube, da gab es auch keine Schilder zum Lesen. Naja, jetzt waren wir schon in viele deutsche, ich meine viele europäische Hauptstädte. Wir waren in London, Paris, Berlin, Prag waren wir auch noch. Alles europäische Hauptstädte. Fuck. Ihr bezahlt den Schaden, den ihr Deutschland angerichtet habt. Ja, ich bin echt froh, dass ich dieses Let's Play nicht am 11. September aufgenommen habe. Slow Motion. Ich bin schon dabei, Autosave. Ich bin Autosave. Oh mein Gott. Laufen wir durch ein zerstörtes, umgefallenes Zero-Gebäude. So, jetzt muss ich gerade fixen. Warum zurückziehen? Die Russen kriegen aber dann Deutschland und ich möchte das nicht. Bin ich ganz traurig. Hey, Flachbildschirm. Alles wird zerstört, bis auf den Flachbildschirm. Das geht so nicht. Hä? Es ist so dunkel. Ich sehe hier nichts. Kannst du nicht lesen? 60! Du bist mindestens über 80 km/h runtergeschlittert. Naja. Keine Fahrräder. Okay. Und da ist ein Fahrrad, oder ist es ein... Ich hab's da gesehen, ist da... Egal. Ach jemine. Episch. Es tut mir ja auch nicht alle Tage, durch ein umgefallenes Bürogebäude zu fahren. Zu laufen. Schon wieder ein... Ich zerstöre jetzt jeden Flachbildschirm, der hier überlebt hat. Das geht so nicht. Das widerspricht gegen alle wissenschaftlichen Theorien. Ja. Wenn ein Bürogebäude umfällt, dann sind alle... Ich wusste es. Wenn ein Bürogebäude umfällt, dann sind alle Flachbildschirme
in dem Gebäude auch down. Es ist so, als würde man 1 plus 1 berechnen. Es ist 2. Das war jetzt zwar ein Scheißvergleich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich sterbe jetzt nicht nochmal und wenn eine Granate kommt, bin ich wütend. Es ist alles deine Schuld, Sandmann. Ich hasse dich. Ich hasse dich immer noch wegen des, was du mir bei Part 1 angetan hast. Mir den Weg blockiert. So, hier ein paar Geschenkpakete für euch. Renn doch nicht weg. Ich weiß, du freust dich, aber ist doch kein Grund wegzurennen. So, ich schleich mir jetzt am Feind dran. Und ich mache mal schnell Pause. Bis gleich. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Und bereit zum Sterben. Der aber auch. Bin ich zu blöd? Ich habe jetzt zwischen seine Beine geschossen. Das gehört sich nicht. Ich sollte mich schämen. Warte, ich schäme mich mal kurz für eine Sekunde. Nachdem ich ihn nachgeladen habe. Okay, schämen. Okay. Ach du Jemine. Naja, immerhin ist ein Quicksave drin gewesen. Auch das wäre zu schön gewesen, hätte ich jetzt 3 von denen da vorne gekillt. Hätte ich die Granate richtig geworfen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir jetzt bei einem... Achtung, nasser Boden. Warum ist es auf Englisch? Wir sind in Deutschland. Oder sind wir bei McDonald's? Da gibt es ja auch manchmal englische Schilder. Ja genau, wir sind bei McDonald's. Das hier, so sieht jeder McDonald's aus. Wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Und warum schießt er in das Gebäude rein? Hat nichts Besseres zu tun? Hey, zum Dach. Der Aufzug ist kaputt. Das bezahlen sie alles, die Russen. Dafür kriegen wir ihr Land wieder. Dass wir ihnen im Zweiten Weltkrieg mal ausgeliehen haben. Ich frage mich, wie gerade die politische Karte Europas jetzt in diesem Spiel ist. Ich meine, Russland wird wohl ganz Europa übertragen oder sowas. Und Deutschland wird wohl eliminiert sein, sage ich mal. Ey, habt doch halt doch die Presse, ich lasse mich hier nicht von euch killen. Geht weg. Was ist jetzt? Och nee, sie haben den Führer. Wegen dir, Sandmann. Das war wegen dir. Ich schiebe jetzt immer alles auf Sandmann. Versager. Okay, dann bis zum vorletzten Part. Servus.